Hallo zusammen, Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie zur heutigen Partie. So gehen es die Bayern also heute an. Sie spielen hier im 3-5-2-System. Treffsicher sind sie ja, das wollen sie sicher auch heute vor den eigenen Fans zeigen. Und sie haben natürlich auch in dieser Partie beste Chancen. Ilavogi. Er scheint nicht abspielen zu wollen, läuft weiter mit dem Ball. Mario Götze jetzt. Im Norden Münchens sieht man sie vor allem abends schon aus der Ferne, die Allianz Arena. Ja, und dafür sorgt natürlich vor allem die außergewöhnliche Beleuchtung, die je nach Veranstaltung unterschiedlich ausfallen kann. Spielen hier die Münchner Löwen, wird das durch blaue Beleuchtung angekündigt, trägt der FC Bayern ein Heimspiel aus. Götze, ein fantastischer Treffer. Wichtiger Treffer für die Bayern, sie sind vorne. Das ist die Chance! De Bruyne! Zu früh gestartet, es gibt Abseits. Gibt jetzt hier doch noch Gelb, da hat er zunächst den Vorteil abgewartet. Ja, ich finde das Spiel gut laufen lassen, aber das Foul ist natürlich gelbwürdig. Schäfer. De Bruyne. Und das gibt Freistoß gegen die Bayern. In der Bundesliga steht dann bald das nächste Spiel an für Bayern München. Dann geht es auswärts gegen Mainz 05. Kopfballchance und der Torhüter ganz sicher. Das sieht man sehr selten. Also der Torhüter startet erstmal ein Solo. Schießt. Die Bayern machen das Tor. Da zeigt er den absoluten Willen und macht das Ding rein. Auch Torhüter können heutzutage eben Fußball spielen. Das zeigt er in dieser Situation. Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Jung. Vierinha. Und jetzt haben sie den Ball. Thomas Müller und Kevin De Bruyne und nun Luis Gustavo. Den Ball kann er abfangen. Klasse, er lässt den Verteidiger stehen. Jetzt Robben mit dem Schuss. Ein fantastisches Tor. Und ein weiteres Tor. Sie scheinen das hier bis zum Ende ganz seriös durchzuziehen. Keine guten Nachrichten für den Gegner. Nee, Wolf, nicht wirklich. Die haben jetzt alle Hände voll zu tun, um eine noch höhere Pleite zu verhindern. Wenn Arjen Robben fit ist, dann dürfte er wohl in jedem Team der Welt zur Startelf gehören. Hier zeigt er einmal mehr, warum. Super Abschluss. Nun De Bruyne.
Ronaldo. Schäfer. Nach der Aktion gibt es Freistoß gegen den FC Bayern. Da kommt die Tafel, 2 Minuten Nachschlag. Der Ball kommt. Entschlossen geklärt. Die erste Hälfte. Und nun kommen 2 frische Spieler in die Partie. Die erste Hälfte war ganz schön einseitig. Mal sehen, ob es jetzt mehr Gegenwehr gibt. Er lässt sich da nicht aufhalten. Das war jetzt aber mal eine gute Szene vom Torhüter. Ja, aber leider einer der wenigen bisher heute. Das ist nicht sein bestes Spiel. Er geht vorbei am Verteidiger. Standards können eine Waffe sein. Mal sehen, wie die Ecke wird. Die Ecke war verschenkt. Es gibt Einwurf für den Gegner. Und jetzt wird es Einwurf geben. Robin Knoche. Und nun ein Schuss. Lewandowski, er macht das Ding. Da können sie ihn nicht aufhalten und dann lässt er sich natürlich nicht zweimal binden. In der Wiederholung sehen wir es nochmal. Den muss er natürlich machen. Klar, der Torhüter war raus aus dem Tor, dann hat er natürlich leichtes Spiel. 4-0 ist wirklich eindeutig. Eine ganz einseitige Partie. Die Gäste werden wechseln. Und jetzt ein Zweikampf. Da ist der Ball weg. Lahm. So natürlich kein Problem. Stark gemacht, das könnte was werden. Er versucht's. Legt sich den Ball hin. Gleich kommt die Ecke rein. Schlechte Ecke, das kann man nicht anders sagen. Der Ball geht ins Seiten aus. Okay, das war's für ihn. Der Trainer erlöst ihn und nimmt ihn aus der Partie. Ja, passiert. Nie wirklich ins Spiel gefunden. Natürlich eine völlig richtige Entscheidung, diese Auswechslung. Der Ball ist über der Linie, Einwurf. Da macht er das Spiel schnell mit dem Einwurf. Der Ball kommt gut. Flanke war ein bisschen schlampig, deshalb kein Problem für die Verteidigung. Lahm. Müller am Ball. Exzellentes Zweikampfverhalten. Ballbesitz Bayern, es gibt Einwurf. Bernat. Den Ball kann der Torwart aufnehmen. Und da ist der nächste Gegner des VfL Wolfsburg, Buschi. Ja, es geht dann gegen Hannover 96 im nächsten Spiel in der Bundesliga. Da dürften sie relativ leichtes Spiel haben.
gutes Tackling, gute Zweikampfführung. Und Schürrle. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Jung. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Da zieht er ab. Das wird Abschluss geben. Und er geht an ihm vorbei. Und der Ball auf Lewandowski. Der Abwehrspieler ist da, Flanke abgefangen. Jetzt könnte er flanken. Das ist gut, sie unterstützen den ballführenden Spieler. Schussversuch. Er pariert, aber der Ball... Das Tor für den FC Bayern. Und jetzt die Wiederholung des Treffers. Den Treffer hat er erzwungen. Super Einsatz, dass er da nicht locker lässt und die zweite Chance verwertet. Das wird heute wohl nichts mehr für Sie. Das Spiel ist fast vorbei. 5-0 steht es hier also kurz vor Spielende. Absolut eindeutig. Und wir schauen schon mal, mit wem Sie es als nächstes zu tun bekommen. Der nächste Gegner des FC Bayern heißt Mainz 05. Und selbst wenn Sie da nicht ganz so überzeugt auftreten wie heute, könnte das für einen Sieg reichen. Gutes Tackling, fair gemacht und er hat den Ball. Nun Philipp Lahm. So kann's gehen, wenn man aber auch mal gar nichts auf die Kette bekommt. 5-0.